Ganz leise, ganz vorsichtig sneakt sich der Koreaner um die Ecke. Wir begrüßen ihn mit einer Maschinenpistolensalve. Herzlich willkommen zurück zu unserem Crisis Let's Play. Maximale Panzerung. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Nein! Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. So. Damit haben wir den Typen kaputt gemacht. Können uns seine Muni nehmen. Allerdings bin ich von der Waffe nicht ganz überzeugt. War ja mal ganz nett, damit ein bisschen rumzupfeffern. Aber ich glaube, dadurch, dass die immer so ewig lange braucht, bis man mit der irgendwo raufpfeffern kann, gehen wir doch erstmal wieder auf eine andere Knarre. Speichern am besten mal ab. Weil hier mal die Maschinenpistole. Na, aber gern doch. Tarnfeld aktiviert. Okay. Scheiße. Hinter dir. So. Hat eine ganze Menge Muni gekostet. Alter, jetzt ist es auch noch ganz, ganz ruhig hier drin. Können wir hier auch durch? Tarnfeld aktiviert. Ja, hier kommt man auch durch, quasi als alternativer Weg. Ist nett gemacht. Wo sind bloß die Geiseln? Und warum zum Teufel habt ihr diese Mine ausgegraben? Fragen über Fragen, die man sich auch immer stellt, wenn es ein Gothic-Let's Play wäre. Naja, die paar Insekten hier, die fühlen sich wenigstens nicht irgendwie vereiert. Dann schauen wir mal, ob es hier irgendwie weitergeht, ob wir wirklich den Schacht hier runterspringen müssen. Wäre mir ja ein bisschen unangenehm, vor allem, weil ich nicht weiß, wie wir zurückkommen. Aber wir speichern einfach mal vorher. Ach, diese Geräusche. Na gut, gehen wir mal auf Power Mode. Maximale Stärke. Alter Schwede. Ah, das wird wehtun. Aktiviert. Okay. Ich ahne doch, dass wir eh gleich ein Alien oder sonst irgendwas vorgesetzt bekommen. Energie kritisch. Ach du Scheiße. Maximales Tempo. Haben wir ja zur richtigen Stelle eine neue Folge angefangen. Wenigstens richtig spannend ist es. Mann, 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 Mann. Aktiviert. Bin auch ganz ehrlich nicht so sicher, ob es so clever ist, den Laser hier. Ach du Scheiße. Den Laser hier drauf zu lassen. Ach du heilige Makrele. Muss denn das so spannend sein? Ach, hätte ich doch bloß die Minigun. Und wir mitten im Berg, ey. Okay. Ein backender Stein reißt mich ein wenig aus der Atmosphäre, zum Glück. Scheiße, ey, wo sind wir denn bitte überhaupt? Ah.
Damit haben wir nicht gerechnet, als wir die Mission hier angefangen haben. Das stand auch nicht im Vertrag. Gehen wir einfach mal da weiter. Und wir müssen ja versuchen, näher an unsere Ziele ranzukommen. Tarnfeld aktiviert. Maximales Tempo. Die machen Scheiße. Die seismische Aktivität, die Energieentladungen, alles geht von dieser Struktur aus. Tarnfeld aktiviert. Er wollte uns warnen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Sind die Sprengsätze bereit? Pummel zum Biolio. Zünde aktiviert. Warten Sie, ich glaube, ich habe es. Ich glaube, der General macht Scheiße. Im Inneren der Struktur gibt es merkwürdige elektrische Aktivitäten. Oh nein. Energieschwankungen. Irgendwas geht da drin vor sich. Ach du heiliger Gronkh. Wie spannend kann man denn bitte so ein Spiel machen, ey? Bevor der Kontakt abgerissen ist, haben wir ein Signal von der Ausgrabungsstätte abgefangen. Das spielt jetzt keine Rolle. General, irgendetwas sendet Signale in diese Struktur. Wir müssen herausfinden, was das ist. Schluss jetzt! Sie sind also der Killer, der meine Männer getötet hat. Schön, Sie zu sehen. Na los, hoch mit ihm! Sparen Sie Ihre Energie. Ihr Nanosuit wurde deaktiviert. Ihre Mission ist vorbei. General, die elektromagnetische Aktivität im Inneren des Tempels wird stärker. Spielen Sie mir nichts vor, Doktor. Wir wissen beide, dass die Struktur mehr ist als ein Tempel. Würde sich die CIA für einen Tempel interessieren? Würde sich das amerikanische Militär für einen Tempel interessieren? Würde er sich für einen Tempel interessieren? Was reden Sie da? Wir haben hier vielleicht die größte Energiequelle entdeckt, die die Welt je gesehen hat. Die Möglichkeiten sind endlos. Und Ihre Regierung will genauso verzweifelt in dieses Ding wie wir. Ich glaube, der stirbt gleich. Aber das will ich nicht zulassen. Verdammt, wir verlieren Energie. Spannung stabilisieren. Es wird Zeit. Bitte. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Wir machen wie geplant weiter. Sie hat recht. Sie müssen aufhören. Sie werden uns alle umbringen. Was haben Sie getan? Ruhe! Alpha-Team, bereit machen. Gleich werden Sie Zeugen einer Verschiebung der Mächte. Los, sprengen! Sprengsätze zünden! Nein. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Da ist eine Waffe. Geil ist das bitte in Szene gesetzt. Das wird die größte Stunde noch teuer. Alter Schwede. Maximale Stärke. Ich will die Knarre haben. Haltet ihn auf. Scheiße. Leer. Keine Waffen mehr. Scheiße. Verdammt, warum hat er eine Gatling Gun und warum haben wir keine? Ich glaube, wir müssen mit unseren normalen Fäusten ran. Friss das! Geh kaputt! Jawohl! Stirb! Verschiebung der Mächte, Arschlecken! Pam! 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 Woher? Wir haben keine Knarre mehr. Da, okay. Schnell raus hier, schnell raus hier, schnell raus hier. Cool, cool, dann hoch damit. Komm, Jung. Los, Mädel. Scheiße. Stürzt hier alles ein. Ja, ich ahn's doch. Miss Rosendahl, wir müssen hier raus. Ich glaube, es gibt einen Weg nach oben.
Ja, nun drück doch schon rauf, Mädel. Wer sind Sie? EOL Special Forces. Mein Vater. Er war in der Ausgrabungsstätte. Er hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Das hatte ich befürchtet. Kommen Sie. Ich halte Sie. Guck mal nicht so böse. Ach, hei. Gibt es noch einen Ausgang? Nein, ich glaube nicht. Nomad hört Sie nicht. Hier ist falscher Vor. Freundliche Grüßen von Major Strickland. Melden Sie sich, Soldat. Hier oben wird's langsam ungemütlich. Ich bin hier mit Helena Rosendahl. Er bitte Evakuierung. Können Sie in der Höhle landen? Mann, Nomad, Sie haben ja Nerven. Ja, ihr Lieben, aber das natürlich erst in der nächsten Folge Crisis. Mein Name ist Bernhard und wir sehen uns bestimmt wieder.